Wer hat alles Bock, so richtig zu leiden? Wie, da meldet sich jetzt niemand? Ich meine beim Zocken. So richtig schön an Bossen verzweifeln und alle XP verlieren. Ah, jetzt habe ich euch. Tja, vielleicht geht es euch ja ähnlich wie mir. Ihr seid schon mit Elden Rings Shadow of the Erdtree fertig und steckt jetzt in einem ganz tiefen Loch. Spaß, ich hänge noch am Endboss bei Shadow of the Erdtree. Ja. Keine Angst, ich helfe euch da raus. Mit knallharten Souls-Likes, die alle in eurer Lieblingsmitgliedschaft enthalten sind. Fangen wir mit einem richtigen Kracher an, der von vielen Fans als eines der besten Souls-Likes angesehen wird. Lies of Pi. Kein Wunder, denn das Spiel rund um die Protagonistenpuppe Pinocchio hält sich sehr streng an die bekannte Formel und wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man fast meinen, dass man hier ein From Software Game spielt. Das Gameplay ist richtig knackig und bringt unter anderem mit der Möglichkeit, Waffen zusammenzubauen, auch eine eigene Idee mit. Neben dem Gameplay sind aber auch die düstere Welt und die meistens bösen Wesen ein absolutes Highlight. Und hey, die Story ist hier immerhin nicht ganz so kryptisch wie in den bekannten Souls-Spielen. Angelehnt an die Welt von Pinocchio und Geppetto muss man hier in Dialogen sogar Entscheidungen treffen und sich oftmals zwischen Wahrheit und Lüge entscheiden. Was das für Auswirkungen hat, findet es doch einfach selbst heraus. Von einem Spiel, das ganz klar aussieht wie ein Souls-like, zu einem, das überhaupt nicht so aussieht. Another Crab's Treasure. Oder wie ich gern sage, Krabben Souls. Hier schlüpfen wir in die Rolle von Krill, einer kleinen Krabbe, deren Panzer von einem fiesen Kredithai gestohlen wurde. Und abgesehen von dieser schönen und für Souls-Verhältnisse frischen Unterwasserwelt ist genau das hier das Alleinstellungsmerkmal. Denn als nackte Krabbe ist man den fiesen Fischen und anderen bösen Tierchen ganz schön ausgesetzt. Was ein Glück, dass wir auf unserer Reise aber immer wieder Müll finden, den wir verwenden können. So wird zum Beispiel aus einer leeren Dose ein neuer Panzer und aus einer alten Gabel die perfekte Waffe. Ein Hoch auf den Müll im Meer. Yay. Warte mal, das könnte man jetzt falsch verstehen. Ich mach mal schnell mit dem nächsten Game weiter. Noch recht frisch im Game Pass ist Lords of the Fallen. Nein, nicht das von 2014, sondern das von 2023. Was soll ich sagen? Schaut euch das mal an. Wenn eure Finger bei diesem sexy Fantasy-Look nicht sofort an den Controller wollen, weiß ich auch nicht mehr weiter. Diese düstere Welt sieht aber nicht nur schick aus, sondern ist auch einer der Kernpunkte des Spiels. Es gibt nämlich nicht nur eine, sondern gleich zwei Welten, zwischen denen ihr wechseln könnt. Daraus ergeben sich nicht nur ein paar sehr schöne Rätsel, sondern auch wichtige Entscheidungen im Gameplay. Ihr solltet allerdings nicht zu viel Zeit in der Welt der Toten verbringen. Sonst könnte es ziemlich ungemütlich werden. Also noch ungemütlicher als in der normalen Welt, in der es auch schon so von bösen Gestalten wimmelt. Wo es wiederum sehr gemütlich ist und es keine bösen Gestalten gibt, haha, ist unser YouTube-Kanal. Wer hätte das gedacht? Schaut doch gern mal vorbei und lasst uns bei der Gelegenheit gern direkt ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Danke. Irgendwie klassisch Souls-like, aber dann auch wieder ganz anders ist Remnant 2. Der Nachfolger von Remnant from the Ashes, ebenfalls im Game Pass enthalten, setzt nämlich auch wieder primär auf geballte Feuerkraft anstelle von Schwertern und Co. Ja, hier gibt es auch Nahkampf, aber der Fokus liegt ganz klar auf Geballer. Und dieses Geballer könnt ihr übrigens auch noch mit bis zu zwei weiteren Teammates genießen, was ich an dieser Stelle dringend empfehlen würde. Durch verschiedene Klassen macht es hier nämlich richtig Sinn, in einem clever zusammengestellten Trupp den fiesen Kreaturen und gottartigen Bossen den Kampf anzusagen und zumindest etwas die Chancen auf einen Sieg zu erhöhen. Ach, und bevor ich's vergesse, viele Aspekte sind in Teil 2 zufallsgeneriert. Das bedeutet quasi endloser Spaß, weil sogar Questlines und Dungeons so immer wieder für Abwechslung sorgen. Wuhu! Weiter geht's mit Wolong Fallen Dynasty. Gleich vorab, dieses Spiel hat sich sogar in der Liste hier einen Preis verdient. Nämlich den Preis für den schwersten Einstieg in ein Spiel. Hier, Wolong, der gehört ganz allein dir. Enjoy! Nachdem man nämlich ein paar Minuten in einer Fantasy-Version in der Zeit der drei Reiche verbringt, steht man recht schnell vor dem ersten Boss. Puh, Leute, allein wenn ich dran denke, kriege ich schon wieder einen ordentlichen Puls. Ja,
Da ist er. Dieser Boss ist nämlich einfach mal einer der schwersten Bosse überhaupt. Und das direkt am Anfang. Und ich sage euch, das Spiel ist richtig gut. Hat ein super Kampfsystem, das viel auf Parieren und Kontern setzt. Und auch die Atmosphäre ist Team Ninja mal wieder perfekt gelungen. Aber um all das zu erleben, muss man halt erstmal an diesem fiesen Typen vorbei. Ich muss mir jetzt erstmal einen Tee machen zur Beruhigung. Ah, viel besser. In dieser Zeit könnt ihr ja mal diesem Video ein Like geben, falls es euch bisher gefallen hat. Was? Star Wars Jedi Survivor ist ein Souls-like? Gut, darüber könnten wir an dieser Stelle vermutlich eine Diskussion führen, die den Rahmen dieses Videos allerdings sprengen würde. Aber lasst uns doch lieber über das Game sprechen. Das zweite Abenteuer von Cal Kestis macht nämlich mindestens genauso viel Bock wie das erste, das übrigens auch im Game Pass spielbar ist. Erkundet verschiedene Planeten, lernt neue Lichtschwert- und Machtfähigkeiten und taucht in eine richtig gute Star Wars Story ein. Außerdem kann man sein Lichtschwert sehr detailliert selbst gestalten, inklusive der Farbe. Schaltet man nach dem ersten Playthrough vielleicht als Belohnung die rote Lichtschwertfarbe frei? Habe ich deswegen nochmal das komplette Spiel gespielt? Hell yeah! Ach, und wenn ihr immer noch sagt, dass es kein Souls-like ist und beim Zocken diese gewisse Portion Frust fehlt, spielt es doch mal auf schwer oder sehr schwer und weckt durch die Wut auf das Spiel euren inneren Sith Lord. Zum Schluss gibt's noch einen kleinen Geheimtipp für euch. Death's Door. Auch wenn das hier auf den ersten Blick allein durch die Perspektive ganz anders aussieht, verbirgt sich unter dieser schönen Grafik ein Souls-like. Wobei, sagen wir vielleicht eher Souls-Light. Denn eines kann ich euch schon mal verraten. Ganz so schwer wie die meisten anderen Titel in dieser Liste ist Death's Door nicht. Was aber nicht heißt, dass ihr hier einfach durchspazieren könnt. Auch hier wird wieder ordentlich gekämpft, erkundet und Seelen für das nächste Level gesammelt. Und Seelen ist ein gutes Stichwort, denn ihr spielt einen kleinen Raben, dessen Job es ist, Seelen zu sammeln. Doch als ihr eurem Job wie jeden Tag nachgehen wollt, passiert etwas Merkwürdiges, das ziemlich große Auswirkungen mit sich bringt. Vielmehr will ich an dieser Stelle auch nicht verraten, denn die märchenhafte Welt und die Geschichte rund um den kleinen Seelensammler solltet ihr am besten selbst erleben und es richtig genießen können. Falls ihr mal Lust auf ein Souls-like, aber nicht ganz so viel Lust auf Frust habt, here you go! Puh, Leute, also ich sag's euch direkt, spielt das lieber nicht alles nacheinander, sonst habt ihr am Ende gar keinen Spaß mehr am Leben. Außer natürlich, wenn ihr beim Zocken immer eine Herausforderung braucht. Aber bevor ihr das macht, oder eben auch nicht macht, erzählt uns doch in den Kommentaren gern mal, welches euer liebster Souls- oder Souls-like-Titel ist. Ich brauche jetzt schon wieder einen Tee. Cheers! Ah! Dieses Video ist unter Blut, Schweiß und Tränen entstanden. Ganz ehrlich, vielleicht wird's beim nächsten Mal lieber ein Best of Cozy Games. Bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns online.